der Ganove wie ein kleiner König. Auch er schon fast eine Kiezlegende, Karl-Heinz Schwensen alias Negerkalle. Mehrfach verurteilt für Milieudelikte, unter anderem auch, weil er für einen Doppelmord die Tatwaffe beschafft haben soll. Vor 3 Jahren hatte Negerkalle seine Strafe abgebrummt. Kaum wieder in feinem Zwirn weiß er, was er sich und seinem Publikum schuldig ist. Ich habe einen halben Termin zur Maniküre, ich muss wirklich weg. Maniküre, wo denn Maniküre? Das erzähle ich Ihnen doch nicht. Wo werden Sie sich jetzt hinbegeben, Herr Schwensen? Maniküre. Sprach's und tauchte ein in die vermeintlich heile Rotlichtwelt. Im Sommer dieses Jahres liegt Negerkalle verletzt im Garten eines Bistros im feinen Hamburger Stadtteil Pöseldorf. Mehrere Südeuropäer sollen das Lokal gestürmt und Negerkalle niedergeschossen haben. Ein Warnschuss, so das Kiezgeflüster, weil er bei den falschen Leuten Schulden machte. Andere Kiezgrößen oder solche, die sich dafür hielten, kamen nicht so glimpflich davon.